Wintergersteernte auch in der LPG Beinerstadt, Kreis Hildburghausen. In der Vorgebirgslage zwischen Rhön und Thüringer Wald setzen die Mähdrescher reifebedingt erst spät zum Schnitt an. 19% Feuchte wies das Korn heute Morgen auf und muss deshalb noch einmal getrocknet werden. Aber die Bauern warten nicht länger. Fuhre um Fuhre rollt vom Acker in das Getreidelager, das rund um die Uhr arbeitet. In den höheren Lagen des Bezirkes Gera, um 800 Meter, sind Können und Erfahrung der Mähdrescherfahrer besonders gefragt. Auf den Feldern der LPG Hirschberg im äußersten Süden der Republik haben die Genossenschaftsbauern nicht selten Steigungen von 15% zu meistern. Hier, wo das Getreide naturgemäß etwas später reift, läuft die Ernte der Wintergerste jetzt auf Hochtouren. Der Jugendmähdrescherkomplex von Jürgen Wohlfahrt hat am heutigen Sonnabend einen 45 Hektar Schlag zwischen Schleiz und Lobenstein unter die Messer genommen. Regenschauer gegen 13 Uhr zwingen die Kollegen zu einer Unterbrechung der Mahd. Gelegenheit für eine kurze Auswertung der Wettbewerbsergebnisse des Vortages. Danach erneut Probedrusch. Gemeinsam entscheiden Verlustprüferin Sabine Rand, Komplexleiter Jürgen Wohlfahrt, Fahrer Siegfried Lück und Günter Dirsch vom Getreidewirtschaftsbetrieb, es kann weitergehen.